verstehen, wenn ihr jetzt was anderes gesagt hättet bei ikonischen GameCube-Spielen. Aber ihr wisst ja, ich bin nicht der allergrößte Zelda-Fan, habe aber dennoch die meisten Spiele in meiner Sammlung. Hier habe ich einmal Zelda Wind Waker in der limitierten Auflage mit der Bonus-Disc. Die Anleitung ist mit dabei. Hier haben wir einmal Zelda Wind Waker und hier die Bonus-Disc, wo Ocarina of Time drauf ist. Ihr müsst darauf achten, diese Version ist ein bisschen mehr wert als die Black Label-Version nicht in der limitierten Auflage. Und wenn ihr die limitierte Auflage bei Kleinanzeigen findet, achtet immer darauf, dass Ocarina of Time mit der CD dabei ist. Und wo Wind Waker in der Sammlung steht, darf Twilight Princess natürlich auch nicht fehlen. Der Titel ist schon ein bisschen teurer, geht schon an die 50 Euro. Also könnte auch eine Kategorie höher gestuft werden. Ich habe es jetzt trotzdem mal mit Wind Waker in diese Kategorie getan. Der Titel ist auch gleichzeitig auf der Wii rausgekommen. Daher ist der Wii-Titel relativ günstig, weil die Auflage sehr, sehr hoch war. Alle hatten eine Wii, alle wollten Zelda Twilight Princess spielen. Dadurch ist dieser Titel sehr, sehr wenig verkauft worden, weswegen er auch seltener und gleichzeitig dann auch teurer geworden ist. Das gleiche ist auch bei Zelda Breath of the Wild passiert. Alle hatten eine Switch neu, alle wollten natürlich Breath of the Wild für die Switch spielen. Daher ist der Wii U-Titel schon fast teurer als der Switch-Titel. Die Anleitung ist mit dabei und ich muss zugestehen, dass ich dieses Spiel noch nie gespielt habe, aber dennoch sehr, sehr froh bin, dass ich den in meine Sammlung stellen durfte. Preis war damals 25 Euro, was sich auf jeden Fall sehr gelohnt hat. Bei dem Spiel, was jetzt kommt, weiß ich auf jeden Fall, dass es ein Krampf war, das bei eBay Kleinanzeigen abzuwickeln. Und zwar geht es hier um F-Zero GX. Ist ein 35-Euro-Titel, ist ein Future Race, von dem sich auch alle wünschen, dass dort mal wieder ein neuer Teil rauskommt. Hat also eine sehr große Fanbase. Deswegen darf ich auch jetzt nichts Böses über dieses Spiel sagen. Hätte ich aber auch gar nicht, weil das macht wirklich sehr viel Spaß. Das Geschwindigkeitsgefühl ist hier richtig gut gemacht für so ein altes Spiel. Es gibt sehr viele verschiedene Fahrer, viele Strecken und es macht einfach heftig Bock, wenn man das mal mit Kollegen zockt. Anleitung ist mit dabei und was ich gerade meinte, ich habe das mal für 12 Euro bei eBay Kleinanzeigen gekauft und als es ankam, war glaube ich Medal of Honor oder so drin und nicht F-Zero als CD. Dann gab es hin und her und sie hat es gesucht und irgendwann hat sie es gefunden und mir dann noch hinterher geschickt, sodass ich jetzt endlich komplett haben konnte. Und für 12 Euro war es ein cooler Schnapper, weil es wie gesagt ja so um die 35 Euro wert ist. Ein sehr cooler Titel, von dem ich mir auf jeden Fall ein Reboot oder einen neuen Teil auf der Switch wünschen würde. Jetzt kommen wir neben Mario Sunshine zu meinem absoluten Lieblingsspiel. Ich habe es euch vorhin ja schon angeteasert und zwar reden wir von Harry Potter und der Stein der Weisen. Die GameCube-Variante ist extrem selten und sehr teuer. Auf eBay findet man immer nur ein bis zwei Angebote, die auch meistens über Wert drin stehen. Also ist gar nicht so leicht an das Spiel ranzukommen. Die PlayStation 2 Variante ist auch relativ selten und das Spiel ist sogar sehr häufig in Holländisch oder Italienisch tatsächlich zu finden. Also wenn ihr danach sucht, achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr die deutsche Variante bekommt. Einfach nur eins der ikonischsten Spielen aller Zeiten mit einem mega geilen Soundtrack, geilem Gameplay, richtig cooler Story und hat einfach perfekt damals zum Film gepasst. Die Anleitung ist mit dabei und wie sollte es auch anders sein, habe ich dieses Spiel hier zweimal und der Wert ist für mich sehr schwer zu ermitteln. Die meisten gehen so für 40 bis 50 Euro weg. Man muss aber wirklich Glück haben, dass man mal eins zu dem Preis findet. Meistens pendelt es sich so zwischen 60 und 70 Euro ein, aber einfach nur, damit wir das jetzt mal gerade haben, würde ich sagen, dass das Spiel einen reellen Wert von 50 Euro hat. Wirklich nur ein tolles Spiel, kann ich jedem empfehlen, hier mal reinzuschauen und dieses Stück Nostalgie nochmal nachzuholen. Ist auch heutzutage immer noch super zum Spielen. Um die 20 bis 50 Euro Kategorie abzuschließen, habe ich noch vier Mario-Spiele. Als erstes Mario Power Tennis. Das ist das letzte Mario-Tennis-Spiel, was mir noch wirklich Spaß gemacht hat. Das Wii U-Spiel war einfach nur grottig. Da war es irgendwie nicht mal möglich, taktisch zu spielen. Da ging es einfach nur darum, wer hat zuerst seinen Powerschlag aufgeladen und konnte dann gewinnen. Da musste man nicht mal irgendwie richtig die Richtung klicken, wohin man schießen will. Und genau das muss man hier nämlich noch machen. Man braucht noch Timing, man braucht Spielverständnis und das gefällt mir einfach an dem Titel. Ist leider hier ohne Anleitung, die hätte ich noch gerne. Aber machst du nix. Ist ein 30 bis 35 Euro Titel. Ohne Anleitung wahrscheinlich 20 bis 25 Euro. Aber das ist eins der coolsten Mario Sportspiele für mich. Ach ja, den Titel gab es damals mal mit Luigi's Mansion, das ohne Anleitung und Resident Evil 4, alles zusammen glaube ich für ein 20. So, nun kommen wir zu Mario Kart Double Dash. Das Spiel hätten wahrscheinlich auch einige benannt zum ikonischsten GameCube-Spiel. Dieses Mario Kart ist auf jeden Fall eins der besten, nicht mein Lieblings-Mario Kart. Da gefällt mir das auf der Wii U und im Endeffekt der Switch dann tatsächlich noch besser. Aber hier konnte man das erste
erste Mal mit zwei Fahrern spielen, die Fahrer auch während dem Spiel wechseln, also wer vorne sitzt und wer hinten sitzt, und das war tatsächlich relativ innovativ damals. Die Strecken gefallen mir wirklich sehr gut. So, hier fehlt leider die Anleitung. Das bedarf dringend auch einem Upgrade. Aber nichtsdestotrotz eins der besten GameCube-Spiele, vor allem auf Partys mit Freunden, macht einfach unnormal Bock, das zu zocken. Vom Wert her ist das gar nicht so teuer, liegt so bei 30 bis 35 Euro. Bei dem Spiel ist auch nochmal relativ interessant, das gibt es einmal in der roten Hülle, das war die Bundle-Version, die war dann direkt bei der Konsole dabei, und einmal in der schwarzen Hülle, die es dann so im Handel gab. So, jetzt kommen noch zwei Klassiker, einmal Mario Party 5, es gibt Teil 4, 5, 6 und 7 für den GameCube, also wirklich sehr viele Teile. Und das sind noch die guten alten Mario Party Spiele. Die aktuellen, okay, der Switch-Teil ist auch wieder relativ gut, aber es kommt immer noch nicht hier an die GameCube-Titel ran. Aber die Wii und die Wii U-Teile haben mir überhaupt nicht gefallen. Den Teil habe ich auch komplett mit Anleitung in einem sehr, sehr schönen Zustand. Und das haben wir früher mega gerne gezockt und auch mega viel gezockt. War auf jeden Fall ein Dauerbrenner bei uns. Mario Party 5 liegt so bei 30 bis 35 Euro. Wir sehen gleich noch einen Mario Party Teil, der kommt aber in der nächsten Kategorie. In der Kategorie 50 bis 100 Euro. Also der fängt schon an, sehr wild zu werden. Haben wir als erstes Mario Party 6, was für mich mit Abstand von den vier GameCube-Titeln der beste Teil der Reihe ist. Die Mischung der Minispiele ist hier einfach für mich am besten. Gefällt mir hier einfach am besten, und den Titel haben wir früher auch am meisten gezockt. Einfach nur ein geiles Game. Gibt's auch einfach nicht viel zu sagen. Sehr viele Minispiele mit Kollegen zocken, bockt sich unnormal. Wir haben hier auch die Mikrofone dafür, und der Titel geht dann schon mit Mikrofon Richtung 75 Euro. Also ein relativ teurer Titel schon. Teil 4 und 7 fehlen mir dann auf jeden Fall noch in der Sammlung. So, weiter geht's mit einem Titel, den ich in der letzten Pickup-Folge schon gezeigt habe. Und zwar Zelda Four Swords Adventures. Ein relativ seltener Teil. Für den GameCube auf jeden Fall der seltenste Teil. Mit Anleitung und Begleitzetteln komplett. CD im tollen Zustand. Habe ich von Wii bekommen für 40 Euro. Vom Wert her pendelt sich das so bei 75 bis 80 Euro ein. Schaut einfach in den Pickup-Videos rein. Die verlinke ich euch alle in den Kommentaren. Dann könnt ihr auch noch mehr von dem Spiel hören, was ich dazu sage. Der die 100 Euro Marke fast kratzt, und zwar Kirby Air Ride. Ihr könnt immer sehen, dass es die originale Hülle ist, wenn ihr hier diesen Aufkleber von Mickey Mouse habt. Der war immer auf der originalen Kirby Air Ride Hülle damals dabei. Leider ist der Titel ohne Anleitung für mich. Deswegen der Preis sich so bei 70 bis 80 Euro, denke ich mal, einpendeln wird. Komplett so 80 bis 90 Euro. Und das ist ein Rennspiel, ist relativ beliebt und sehr selten, weshalb der Preis so zustande kommt. Kirby für mich einer meiner Favorite Nintendo Charakteren. Habe ich auch immer bei Super Smash Bros. Gezockt, war mein Main. Und freut mich sehr, das in der Sammlung zu haben. Das habe ich tatsächlich auch mal bei eBay Kleinanzeigen für einen Zwanni gefunden. So, der letzte Teil der Kategorie 50 bis 100 Euro, der auch extremst in die Höhe gestiegen ist, aufgrund des aktuellen Animal Crossing Hypes. Und zwar Animal Crossing, ja, ohne speziellen Untertitel. Was auch sehr, sehr schade ist, dass es mir die Anleitung fehlt und die Memory Card. Also komplett geht das Ding momentan für 100 Euro weg. So würde ich es vielleicht bei 50 bis 60 Euro einreihen. Hat mich auch mal 25 Euro bei Kleinanzeigen gekostet vor einer ganzen Weile. Ist ein schöner Titel. Ich kann nicht so viel mit Animal Crossing anfangen. Dennoch wahrscheinlich für Animal Crossing Fans ein sehr cooler Titel. So, jetzt kommen wir zur Creme de la Creme 100 Euro plus Titel. Das sind vier Stück an der Zahl, ein Duplikat, was ich mir jetzt auch tatsächlich vor kurzem erst gekauft habe. Die Preise sind einfach ziemlich krass gestiegen. Und sowas in seiner Sammlung zu haben, vor allem als Tauschware, wenn man das mal günstig bekommt, ist immer von Vorteil. Und zwar geht es hier um Pokémon XD. Der Titel ist in der Corona-Zeit von, sagen wir mal, 60 bis 70 Euro auf teilweise 110, 120 Euro gestiegen. Ist auch ein geiles Spiel, genau wie Pokémon Colosseum, ist das ein sehr cooles Pokémon-Rollenspiel von damals, was auf jeden Fall einiges an anders gemacht hat als die Spiele sonst, vor allem die der Hauptreihe. Wirklich tolles Spiel mit einer klaren Kaufempfehlung. Die Anleitung ist hier mit dabei, und den Teil habe ich mir letztens nochmal für 60 Euro nachgekauft, weil ich mir dachte, das ist schon noch ein relativ guter Preis. Immer gute Tauschware GameCube-Spiele, denn das Spiel hatte ich schon, auch komplett mit Anleitung und in einem schönen Zustand. Dafür habe ich damals mal 35 Euro bezahlt, das war damals schon ein Schnapper. Heute im Nachhinein wirklich krasser Schnapper gewesen. Den Titel habe ich also zweimal, hierfür gibt es auch trotz des Kaufpreises eine klare Kaufempfehlung. Jetzt wird es auch sehr, sehr wild. Nachdem ich mir mal die Preise jetzt so nach und nach ungefähr mal rausgesucht habe, schon mal vom Video, bin ich einfach vom Stuhl gefallen, als ich gesehen habe, dass der Titel so teuer war. Der ging immer so für 80 bis 110 Euro, je nach Zustand. Aber dass der jetzt für 180 bis fast 200 Euro weggeht, ist einfach geisteskrank. Zwar
ist hier die Rede von Paper Mario, die Legende vom Aeon-Tor. Zu meiner Schande, das Ding liegt ganz oben mit God of War für die PS4 auf meinem Stapel der Spiele, die ich unbedingt mal nachholen soll. Man hört ja von allen Seiten, dass der Titel der beste der kompletten Reihe ist. Vielleicht noch mit dem N64-Teil. Der Großteil der Meinung sagt auf jeden Fall, dass das der Favorite-Teil ist der Reihe. Ist halt auch was ganz anderes, ist ein Rollenspiel im Mario-Universum in diesem Paper-Design, also in diesem Papier-Design, was mir wirklich sehr gut gefällt. Zum Glück ist hier die Anleitung dabei. Das Spiel läuft auch ohne Probleme und wie ich gerade schon gesagt habe, wenn ihr das jetzt mal haben wollt, müsst ihr gut und gerne in dem Zustand 170 bis fast 200 Euro ausgeben. Ich kann dir keine Kaufempfehlung oder sowas geben, weil ich es halt nun mal selber noch nie gespielt habe. Aber das Ding habe ich damals bei eBay Kleinanzeigen von so einer richtig netten Frau. Aber da war das war auch ganz am Anfang eigentlich, vor dem GameCube-Hype. Da ging das Ding so für 60 bis 70 Euro weg und ich weiß noch ganz genau, dass ich das für 35 Euro gekauft habe. Ich bin einfach nur froh, dass ich mir das jetzt nicht nochmal für 200 Euro nachkaufen muss. Wer weiß, wo die Werte hingehen. Ich glaube, einige sinken auf jeden Fall erstmal wieder, wenn diese ganze Corona-Geschichte vorbei ist. Aber im Großen und Ganzen ist das Ding einfach ein tolles Spiel und nice to have. Und auch sowieso einer meiner Highlights meiner kompletten Sammlung. So, nun kommen wir zu dem allerletzten Spiel meiner GameCube-Sammlung. Aber das Spiel ist definitiv auch eins meiner Highlights und das seltenste Spiel von allen in dieser Variante. Und zwar, wissen ja die meisten auch, gab es auch in einem Pickup-Video vor nicht allzu langer Zeit, habe ich hier Gotcha Force bekommen. Für unglaubliche 28 Euro waren das, glaube ich, bei WeBuy. Und das Besondere bei dem Spiel ist, dass das extrem selten ist. Vor allem die PAL-Variante, das erkennt ihr hier unten an dem USK-Logo, ist extrem selten. Man findet es häufig in der PEGI-Variante, aber die PAL-Variante ist nochmal eine ganze Ecke teurer und seltener. Zum Glück war auch hier die Anleitung mit dabei. Das Spiel funktioniert auch ohne Probleme und der Titel ist von Capcom und weil er damals nicht so wirklich beliebt war, hat er sich dementsprechend nicht so gut verkauft. Und ihr wisst ja, wie es ist, wenig verkaufte Spiele, geringe Stückzahlen, da werden die Sammler natürlich wieder heiß und müssen dieses Ding unbedingt haben. Da schließt sich auch so ein kleiner Kreis für mich, denn ich glaube, das dritte Video, was ich jemals hier auf diesem Kanal gemacht habe, da geht es um Gotcha Force. Da habe ich schon mal über Gotcha Force geredet, also relativ witzig eigentlich. In dem Video ging es um die teuersten GameCube-Spiele und da ist es auf jeden Fall immer noch. Geht so für, ich schätze mal zwischen 120 und 160 Euro. Irgendwie sowas um den Dreh wird das Spiel gehandelt. Und das ist so ein Ding, das würde ich mir niemals kaufen, weil es mich auch spielerisch nicht so interessiert. Aber für 26, 28 Euro, ja, wer wird dann Nein sagen und wer wird das nicht mitnehmen? Absolutes Highlight für meine Sammlung. Kurz dazwischen stimmt nochmal, seit dem letzten Video ist natürlich einiges an Zeit vergangen. Ich habe jetzt noch 4 Pickups bekommen für die GameCube in meiner Sammlung, die ich euch auf jeden Fall nochmal vorstellen möchte im Schnelldurchlauf. Zum einen ist das ein cooles Rollenspiel, Baten Kaitos, ist gar nicht mehr so günstig zu bekommen, müsst ihr so 35 Euro für bezahlen. Anleitung ist dabei und ganz wichtig ist auch, dass beide CDs bei sind. Dann gab es noch Mario Smash Football, auch ein richtig cooler Titel. Zu den ganzen GameCube-Spielen, die ihr jetzt hier noch seht, habe ich im Pickup-Video einiges erzählt. Also schaut da rein, wenn euch das interessiert. Auch hier ist die Anleitung mit dabei. Dann Spiel, was schon ein bisschen seltener ist und eher unbekannt den meisten Leuten, Darken Sky. Das sah relativ selten aus und findet man gar nicht so häufig auf eBay. Hier ist leider keine Anleitung dabei, aber ich habe es zu einem guten Preis bekommen und der Wert liegt so mit Anleitung bei 35 Euro. Da fand ich das auf jeden Fall cool, dass ich es endlich mal bekommen habe. Und wie schon im letzten Video gezeigt, hatte ich ja das Paper Mario und die Legende vom Aeon-Tor. Im Vergleich zum Wert habe ich einen richtig coolen Schnapper gemacht und mir noch ein zweites geholt für die Sammlung. Wir haben es einfach relativ günstig geschossen, da habe ich es erstmal mitgenommen. Auch hier ist die Anleitung mit dabei und für den Preis, den ich dafür bezahlt habe, muss ich dieses Spiel einfach mitnehmen. Bei einem Wert von mittlerweile fast 200 Euro ist es natürlich krass, hier mal einen Schnapper zu machen. Und zu guter Letzt eins meiner heftigsten Spiele meiner Sammlung, Fire Emblem Path of Radiant. Das habt ihr auch schon in dem Pickup-Video gesehen. Und das Spiel grenzt ja auch schon an den 200 Euro. Die Anleitung ist mit dabei, der Zustand ist absolut schön hierbei. Und ich merke gerade, dass die Spiele, die ich jetzt nochmal nachgetragen habe, einfach mega krass sind im Wert. Ich hoffe, euch hat der kleine Nachtrag gefallen und jetzt wieder zurück zum Video. Schreibt mir mal in die Kommentare, welches Spiel euch am meisten gefällt. Was bei mir hier in der Sammlung steht, schreibt mir mal gerne eure drei Lieblingsspiele der GameCube in die Kommentare.